Liebe Minis, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich euch jetzt da so alle sehe, dann kann ich mir vorstellen, ungefähr vorstellen, wie das war, wie Jesus damals in Galiläa 5000 Menschen gespeist hat, weil sie nichts zum Essen hatten. Ihr könnt euch erinnern an das Evangelium, es ist euch sicher noch in Erinnerung. Jesus hat einen ganzen Tag lang zu den Menschen gesprochen. Ich werde nicht einen ganzen Tag lang zu euch reden. Danke, habe ich gehört. Und McDonald's hat es auch noch nicht gegeben. Woher sollen wir Essen nehmen für so viele Menschen? Die Apostel werden wahrscheinlich am Anfang ein bisschen entsetzt gewesen sein. Jetzt haben wir nur 5 Brote mit und die müssen wir auch noch hergeben. Was wird denn dann für uns übrig bleiben? Gebt, was ihr habt, und es wird auch für euch genug sein. Wahrscheinlich werdet ihr nicht viel Brot geben müssen. Gott sei Dank wird bei uns jeder satt. Wir haben genug zu essen. Aber ihr gebt etwas anderes. Ihr gebt eure Zeit. Ihr gebt eure Zeit, obwohl ich weiß, dass die Wochenkalender von heutigen Minis ziemlich dicht sind. Da muss man Fußball spielen gehen. Stimmt das? Ja. Ja. Da muss man ins Ballett gehen. Nein. Für die Schule lernen muss man. Also zu meiner Zeit musste man für die Schule schon noch lernen. Vielleicht ist das heute anders. Und trotzdem findet ihr Zeit, Ministranten zu sein. Das verdient einen kräftigen Applaus von den Pfarrern. Ihr gebt, was ihr habt. Selbst wenn ihr wenig Zeit habt, ihr gebt die Zeit. Und das ist etwas ganz Kostbares und dafür danke ich euch heute. Als der Bischof zusammen mit unseren Pfarrgemeinden. Denn dadurch, dass ihr eure Zeit gebt, können viele Menschen einen schönen Gottesdienst erleben. Stellt euch vor, eine Pfarre ohne Minis. Kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Pfarre ohne Minis ist wie ein Essen ohne Suppe oder, ich weiß nicht, ohne Salz oder ohne Mehlspeis. Was? Pizza ohne Belag. Pizza ohne Belag. Sehr gut. Kriegt den ersten Preis für die gute Idee. Pizza ohne Belag, das ist eine Pfarre ohne Ministranten. Sehr gut. Es ist etwas Wunderbares, dass es bei uns in der Diözese so viele Ministranten gibt. Und ich bin sicher, nächstes Jahr, beim nächsten Minitag, werden wir wie viele sein? 4000. 4000, habt ihr gehört? Ja? Also, nächstes Jahr werden wir sehen, wie viele Ministranten es bei uns in der Diözese gibt. Schon jetzt sehen wir es. Aber, bitte, gebt eure Zeit auch Jesus. Man darf, wenn man in die Kirche kommt, auch zuerst Jesus grüßen. Er ist der Hausherr. Und es gibt in jeder Kirche einen Ort, der für euch Ministranten und für uns Priester und Diakone ganz besonders kostbar ist. Das ist der Tabernakel. Wir glauben, dass Jesus da ist.
und ich gebe ihm meine Zeit, meine Freizeit. Und Jesus wird euch sicher reichlich zurückgeben, was ihr ihm schenkt. Und daher habe ich eine ganz praktische Bitte. Ich beobachte manchmal, ganz selten in manchen Pfarren sehe ich das, dass die Ministranten nicht zu wissen scheinen, wo der Hausherr zu Hause ist. Ich bitte euch wirklich, gewöhnt euch das an, wenn ihr in die Kirche reinkommt, wenn ihr Ministrantendienst macht, mit dem Zeichen der Kniebeuge, Jesus ist da, ich schenke dir meine Zeit, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit, ich weiß, dass du da bist. Noch eine Preisfrage. 13. Mai, es hat eine besondere Bedeutung. Pfingstdienstag, stimmt. Aber das ist nicht jedes Jahr am 13. Mai. Maria, was besonders? Fatima-Tag, ja, 13. Mai. In welchem Jahr ist Maria in Fatima erschienen? 1914 war zu wenig. 1917. Die Quizpreise werden nachher verteilt. 1917, 13. Mai, Maria erscheint für drei Kinder, Francesco, Jacinta und Lucia. Drei Kinder, die Maria gesehen haben, das hat die Welt bewegt und heute denken wir besonders an Maria. Danken ihr, dass sie uns Jesus geschenkt hat und dass sie unsere Mutter ist. Vor dem Segen noch ein Reminder, eine Pfarre ohne Minis ist wie eine Pizza ohne Belag. Also nächstes Jahr einen größeren, stärkeren Belag, noch mehr Minis. Ihr schenkt eure Zeit der Pfarre, der Gemeinde, ihr schenkt eure Zeit auch Jesus. Wir haben gesagt, ein Zeichen, dass wir uns an Jesus wenden, wenn wir in die Kirche kommen. Was ist das Zeichen? Kreuzzeichen auch. Kniebeuge vor dem Tabernakel. Grüßen wir Jesus, wenn wir in die Kirche kommen, wenn wir zu ihm kommen. Ich höre gerade, dass die Hörer und Hörerinnen von Radio Maria uns jetzt zuhören. Bitte gebt ihnen einen kräftigen Applaus, die hören am Radio mit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und du bist in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei